Jürgen Heckmann, Germania Hornhorst, steht gerade bei mir. Du hast dir gerade die Nase gekühlt. War intensives Spiel. Ja, was war da los? Ja, geht halt um Platz 2 oder Platz 1 und weiterkommen. Wollen natürlich viele Mannschaften ja, so weit wie möglich kommen. Und dann ist natürlich auch ein bisschen Gerangel, gehört dazu. Nase ist noch dran, von daher ist alles in Ordnung. Ja, ihr habt jetzt 4 Punkte, glaube ich, aus den ersten beiden Spielen. Sehr, sehr gut losgelegt, auch gegen FCE einen Punkt geholt und sehr gut euch präsentiert. Habt ihr euch viel vorgenommen hier? Ja, ich glaube, wir haben eine relativ ausgeglichene Gruppe, also da kann viel passieren. Von daher, wir müssen dann, wie halt immer so schön heißt, von Spiel zu Spiel gucken. Ich glaube, da kann jeder jedem Bein stellen. Von daher, letztes Spiel gegen Gern noch mal alles raushauen und dann mal gucken, wie es kommt. Aber klar, natürlich, wir wollen so weit kommen, wie es geht. Und dann am besten natürlich auch einen Pott mitnehmen, ne? Wer wird Stadtmeister dann? Germania Hornhorst. Sehr gut, danke. Und gerne. Alles Gute. Danke.